Hat voll viel Kraut. Das kann alles verticken. Ja, Schweinsmann, aber zu dem damaligen... Oh, was ist denn hier bitte los? Er sieht nicht so klug aus jetzt. Ich habe mir letztens im GameStop, zumindest im Karton, den Infinity Loaf angeguckt. Nicht den goldenen, die anderen. Es sieht ein bisschen nach Borderlands hier aus, oder? Wenn man die beiden Typen hier sieht, ihn hier, den da. Er hier, die haben alle so einen schönen Elektropenetrierstab dabei. Okay, den einen habe ich voll in den Sack geschossen. Seid rückwärts. Also es ist... Star Trek habe ich damals... Ich habe die Spiele gespielt für den PC. Tatsache, die fand ich cool. Das hat Spaß gemacht. Aber die alten Serien fand ich nicht gut. Ich habe auch explosive Munition. Schmeinsmann, war es dabei? Ich habe explosive Munition. Du kannst gefälligst auch mal aufräumen, wenn die schon mal hier ist. Und meine Toilette benutzt. Das ist so ein gruseliges Schweigen hier gerade in diesem... Jetzt sind hier auch noch Toilettengeräusche, was soll denn das? Eine verschlossene Tür. Das Ding grüße ich ihn. Ist wahrscheinlich von der anderen Seite verschlossen. Hm. Hallo? Ja, hallo? Oh, guck mal, will einer. Ich wollte einfach nur reingucken. Ja, Anleitung. Voll. Das Spiel hat's gerochen, wahrscheinlich, was hier los ist gerade. Sollen diese Spalte hier in der Wand? Das ist ein Koffer. Hallo! Ah! Ah! Wieso machst du so Geräusche? Na, bestimmt wegen dem Stacheldraht in deinem Kopf. Na, nur pfui, weg mit dir. Geh mal auf Abstand, Alter. Vielleicht war das so ein John Wick, der hat einfach irgendwo ein komplettes Gebäude niedergeballert und hat dann einfach das, was übrig war, einfach irgendwo entsorgt. Und da er ja ein sehr... Okay, pst. Ich höre Sumsebi... Das sind wohl die pixeligsten Maden, die ich je gesehen habe, aber auch verdammt große. Das kann man doch essen. Okay. Komm mal hier, gib noch ein bisschen Huhn. Mal Prostata-Handschuhe. Nehmen wir mit. Oh. Nein, natürlich. Eine Granate. Was auch sonst. Wie dreckig.
Kein Wick-Film? Achso. Ja, oder so ein Action-Typ, der einfach alles abballert und abmurks und dahinter einfach seine Waffen in der Mülltonne hinsorgt. Anstatt sie in den Fluss zu werfen oder so. Nein! Leon! Als ob sie mich riecht oder so. Wer bist du? Der hat einen richtig dicken Hammer gehabt. Aber er konnte damit nicht sehr effektiv umgehen. Oh, er ist eilig. Zu sterben. Na? Leute? Der ist wie so ein Hühnchen, dem er den Kopf abschneidet und das dann losrennt. Facehacker! Leon! Macht sie das eigentlich auch die ganze Zeit, wenn sie nicht weiß, dass ich da bin? Und vorher weiß sie eigentlich meinen Namen. Was ist Yappi? Was dieses Yappi? Ist das ein neues TikTok? Konsumiert jemand von euch TikTok? Nicht TikToks, nicht diese kleinen weißen Dinger, sondern dieses komische App-Ding. Was haben die denn hier gegessen? Ja, das würde ich... Ich glaube, es lebt noch. Was ist Yappi? Also ich mag China-Horrorfilme sehr gerne, die sind sehr gut. Very nice. Yappi war der Vorgänger von Facebook. Okay. Ich dachte, das war hier Schüler-VZ. Schüler-VZ, Studi-VZ und mein VZ. Gibt es eigentlich irgendwas noch davon? Es gab so viel soziale Scheiße. Ja, Schule zum Beispiel. Echt? Okay. Aber bei Schüler-VZ waren noch 8-Jährige angemeldet. Ashley. Quatsch, mein Dralala. Ja, Ding Ding Dongs. Klar, der kann durch die Kamera zurückgucken. Ranjit! Amateurs. Just hang in there, Ashley. I'm coming for you. Warum hat er jetzt Amateure gesagt?
Klar, ich weiß genau, wo ich hin muss. Das ist natürlich... Ja, ich hab natürlich... I knew this building. Da ist Ashley. Das ist nicht Ashley. Das ist ein Kabel. Tja. Nicht so richtig gut verkabelt hier. Okay, einfach so. Einfach so die Tafeln hier drum hingestellt. Jappi sagt mir gar nichts. Knuddels kenne ich noch. Und Dings kenne ich, Jodel. Weiß gar nicht, habe ich das aktuell auch noch auf dem Handy? Fünf und 56 hier. Vielleicht bekomme ich was richtig Cooles. Got some rare things. Oh Gott. What are you buying? Kugelsichere Weste. Aber so viele Punkte habe ich gar nicht. Und ich würde lieber meine Waffen verbessern, als eine dumme Weste zu kaufen. What are you buying? Muss hier auf jeden Fall einmal die Kapazität erhöhen, damit die Waffe nachgeladen ist. Is that all? Thank you. Brr. Boah, jetzt könnte Striker upgraden, aber ich habe nur Zeug. Sturmgewehr? Könnte ich auch, hätte ich Kohle. TMP? Könnte ich auch, hätte ich Kohle. Oh, guck mal, wenn ich die machen könnte, dann könnte ich wahrscheinlich sogar den Boni-Dings machen. Aber ich müsste das nochmal upgraden, weil die ist auch noch wichtig, die Waffe. Deswegen gucken wir mal, was wir verkaufen können. Is that all? Zum Beispiel die hier, oder is that die. All, stranger? Ja, is nimm that das. Thank you. Nimm das! Ja, ich glaube, da finde ich den letzten Stein auch nicht mehr. Smaragd. Klein, aber dennoch wertvoll. Den kann ich wahrscheinlich auch nirgendwo reintun. Bin mir aber nicht sicher. Erste Hilfe-Spray könnt ihr auch verkaufen. Habe ich zweimal sogar. Was? Was? Das wären auch 5000. Is that all, stranger? Ja. Oh, guck mal, hier ist wieder so ein lustiger Schießraum. Ist so lustig. Da hinten wäre dann noch ein Schatz. Ist ja voll lustig, wenn die Weste voll der Hummer wäre, denn ich habe schon eine Krabbe als Waffe. Wow. Oh, guck mal, ein Zettel. Zielschießen. Bei mehr als 1000 Punkten erhältst du Preise. Für Kopfschüsse gibt es Bonuspunkte. Nach mehreren aufeinanderfolgenden Treffern erscheint manchmal eine Salazar-Zielscheibe, die viele Punkte bringt. Wird Ashley getroffen, gibt es Punktabzüge. Für 1000 Punkte gewinnt man einen Kronkorken. Besondere Kronkorken gibt es für das Treffen aller Zieler außer Ashley oder bei mehr als 3500 Punkten. Insgesamt gibt es 24 Kronkorken. An jedem Schießstand kann man 6 davon gewinnen. Sonderbonus. Für jede komplette Reihe auf dem Board erhältst du Bonuspunkte. Insgesamt gibt es 4 Reihen. Du hast also 4 Bonuspunkte. Jetzt haben wir uns auch mal die Info zu dem Ding durchgelesen. Super. Spitze. Boah, Schießgeräte. Welcome. Oh, ist das ein schöner Hintergrund. Oh, ist hier jetzt 4 Spiele? Okay. Könntest du vielleicht nicht die Maus benutzen? Ich finde das auch schön, dass wenn man Frauen ins Gesicht schießt, es mehr Punkte gibt. Los!
Mir fehlt eins? Okay. Ich habe irgendeine Frau nicht erschossen. Venny, hallöchen. Venny, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Dankeschön. Und willkommen im Stream. So, versuch's direkt hier nochmal. Oh, jetzt machen wir hier die Idee. Nein! Uff, das war gar nicht so einfach. Nein, ich hab das Salazar-Ding verpasst, ich Idiot. Oh, da hätte ich 3500 bekommen. So, 10 machen wir nochmal. Nein! Kann ich nochmal neu anfangen? Machen wir 10 nochmal ganz kurz. Hallo? Ja, genau. Kollege! Was macht der? Ah! Volle Punktzahl. Okay, dafür, dass ich so die meiste Zeit daneben geballert habe. Dankeschön für das Kompliment. War das okay? Nein! Ach Gott. Was ist hier los nur? So, D. Liam! Ja, die kleinen Dinger hier hinten, das ist der Kopf von dem kleinen Salazar-Typen. Hab ich's? Jawohl. Tod den Pappaufstellern. What? Dafür krieg ich Kohle. Mann, der ist voll super. Donnerstag. Donnerstag? Donnerstag. Donnerstag. Oder der Donnerstag. Der Donnerstag. Der Donnerstag. Luigi. Der Donnerstag. Ich muss mal mit dem Typen reden. Okay, wenn wir dafür so viel Kohle kriegen.
fuck. Schweinst man das auf Netflix? Die Dingserie gesehen? Die Fast and Furious Serie? Nein! Was lädt denn nach? Reicht das? Anzahl der Preise stand da 2. Das müsste ja reichen an Punkten, oder? Jawollo. Nein, kein Netflix. Got some rare things on sale, strange. What are you buying? Also hab ich Kohle. What are you buying? Hau raus, Dirt Money. Nee, den noch nicht. Is that all? Thank you. What are you buying? Thank you. Du hast Tippfehler in dir gesehen. Das ist eine sehr, sehr tiefgründige Selbstreflexion. Echt jetzt? Ihr macht die Tür auf? Schießt. Oh. Geht's dir gut? Dude, müde. Gibt es Yappi noch? Kann man sich noch anmelden? Kann ich noch cool werden, wenn ich mich da jetzt anmelde? Was war das denn für ein Robin Hood Move von mir? Bei mir. Schmeiß mal, bei mir passt ja auch einfach alles. Ey, die Tür hat ein Bewegungsmeld, umso näher ich rangehe, umso schneller geht sie zu. Oder auch nicht. Die Typen haben einfach mal am Seil gezogen, damit sie zugeht. Du hast aber einen schönen Morgenstern. Guck mal, ich habe Schuhe an. Penis OP for free von mir für dich. Einfach mehr trinken, dann löst sich das Problem von selbst. Meistens schon. Ich beschäftige gerade 15 Leute. 16 mit mir. Hallo! Hallo, grünes Kraut. Schlange! Es ist fast eine Schlange, es ist eine Taschenuhr. Ich hatte eine 4 in Deutsch. Ich glaube, ich hatte mit Biegen und Brechen eine Abschlusszeugnis eine 3 hingekriegt. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, was da stand. Oh, das war... 2, aber dafür Englisch 2. Easy. Hallo, Fromsi, Asa. Wieso ist da ein Loch im Fußball? Ach, das ist kein Loch im Fußball. Meine Mutter hat ein Loch im Fußball, was? Wieso kann ich denn hier runter? Warum sollte ich hier runter wollen? Ich bin verwirrt.
Operating Room. Ah, oh, können wir da operieren? Ich meine, Dichtschwert aber nicht dabei. Kann ich keine Amputation durchführen. Damn. Nein! Wo ist mein Controller? Ich kann keine Items drehen. Mein Troller hat sie in der Schublade versteckt. Immer noch keine Wolfkarte. Nach einer Woche immer noch keine Wolfkarte gelootet. Leon! Help me! Oh. Das ging? Oh, guck mal, Kiste. Nice Munition, die ich nicht mehr mitnehmen kann. Das ist natürlich kacke. Dann werden wir ganz kurz einmal den hier benutzen. Geil war bei mir Sport. Ich stand seit 4. Klasse auf 4 auf dem Zeugnis. In der 10. Klasse hat meine Lehrerin alle Prüfungen in den ersten beiden Wochen gemacht. Der restliche Jahr habe ich... Ja, perfekt, Schweinsmann. Wusstet ihr, dass Zeitreisen unmöglich sind, weil dann in einer... Sommerchen erstmal, hallo. Sommerchen direkt so. Ich bin hier. Knowledge. Wissen für alle. Wusstet ihr, dass Zeitreisen unmöglich sind, weil dann in der einen Zeitlinie weniger Masse enthalten wäre und das würde gegen die Relativitätstheorie verstoßen. Ja, aber es... Und was ist, wenn du... Ja, genau. Mit Hilfe eines schwarzen Loches die Masse ausgleichst. Oh, Serverraum, gut gekühlt, wie es aussieht. Eine Art Laborgerät. Wofür es wohl verwendet wird? Ist das ein Stillleben? Voller krasse. Könnte auch so ein Film sein für ab 18. Die Tür ist verschlossen. Etwas im Zimmer blockiert sie. Ein Schloss vielleicht. Oder der Typ im Bett ist aufgestanden und hat sie aufgemacht. Sie ist verschlossen. Prüfen. Das ist das Sicherheitssystem für die Tür sein. Bedienen? Ja, natürlich. Oh mein Gott. Das ist ein geiles Sicherheitssystem. Sexy Time mit Parasiten. Was zum? Was für Experimente werden hier durchgeführt? Dudelü. Munition. Ich gehe mal davon aus, dass gleich drüben der Typ aussteht, der da im Bett lag. Oh, Louis Notiz. Oh, guck mal hier, Massenproduktion. Die scheußlichen Kreaturen. Wie der L-Gigante und der und die Novistadors sind nur Nebenprodukte der grausamen und unmenschlichen Experimente, die an Wesen vorgenommen wurden, die vorher Menschen waren. Aber eine Art unterscheidet sich deutlich von der anderen. Dies sind die Regeneradores. Das ist der Regeneral Doris. Sie haben einen überlegenen Metamobilismus, dank dem verlorene Körperteile blitzschnell regeneriert werden können.
So etwas habe ich noch nie gesehen. Durch diese Eigenart sind sie mit gewöhnlichen Waffen fast unbesiegbar. Aber jedes Lebewesen kann getötet werden. Anscheinend leben Plagas in ihren Körpern. Ähnlich wie Egel. Man kann sie mit bloßem Auge nicht sehen. Sie lassen sich nur mit Hilfe von Thermografie finden. Um den Regenerierungsprozess zu unterbinden, müssen die Plagas gefunden und zerstört werden. Soweit ich weiß, sind die meisten Regeneradores von mehreren dieser Plager befallen. Müssen alle Plagas vernichtet werden. Oh, cool. Dori? Regeneradori.